Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Landwirtschaftssimulator mit Malkondo. Und mit Mulenia. Genau. Ja, und mit zwei freien Traktoren. Ja, also ich fahre jetzt einfach wieder munter in der Gegend rum, ne? Ja, solange du nicht wieder gegen irgendwelche Pfeiler fährst und dich verhakst, ist das alles gar kein Problem. Ich versuch's und wenn nicht, du kriegst mich da schon wieder raus. Ja, irgendwie drücken wir den Traktor da wieder raus. Genau, jetzt muss ich mal von außen gucken, dass ich da richtig dran komme. Aber vielleicht sollte ich tatsächlich auch mit dem Controller spielen, wenn man da die Geschwindigkeiten besser regulieren kann, weil hier geht nur ganz oder gar nicht. Ja, genau. Mit Tastatur ist das, also es ist ein Riesenunterschied, ob du mit Tastatur oder Controller spielst. Mhm. So, ich bringe jetzt erstmal das Weizen weg. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir so an Geld haben und ich würde dann, ja, mal gucken, was es kostet, so eine Ballenmaschine zu mieten. Ja. So, mit dem sollte ich auf jeden Fall reinfahren können zum Abladen. So, ich sehe dann hier das Feld weiter aus. Das ist ja so eine never-ending Story hier. Du kannst eigentlich auch einen Helfer einstellen, aber am Anfang brauchen wir jetzt erstmal das Geld auch, ne? Richtig. Ja, und außerdem, wie gesagt, ich will ja auch irgendwelche Dinge selber machen. Sonst kann man ja für alles irgendwelche Helfer einstellen und wir gucken einfach nur zu, wie die unser Let's Play machen. Ja, genau. Wenn wir dann noch jemanden einstellen zum Kommentieren, dann... Ja, dann gucken wir einfach nur noch zu und gut. Ja. Ich denke, das sollte so passen. Ich kipp das jetzt mal ab. Und solange zwischendrin immer so lustige Sachen passieren, wie dass irgendjemand sich verkeilt. Weizen wird hier nicht angenommen. Dann ist das nur Stroh, was man da abgeben kann. Hä? Aber ich kann doch Weizen irgendwie verkaufen irgendwo. Ja, machst du das denn auf dem Hof oder muss man dafür extra eine Stadt fahren? Du kannst fragen. Weil, logischer wäre es ja eigentlich damit, dass man irgendwo hinfahren muss, ne? Zu den Leuten, die das kaufen. Aber wo? Mühle ist da. So. Wo kann ich denn mein Weizen verkaufen? Toll, was. P. Shop. Nein, zurück. War das unter Escape? Ja. Weizen. Ja, da gibt es ja irgendwie so eine Art Tutorials, ne? Ja, sowas in der Art. Ich weiß nur nicht, wie ich das Wachstum beschaffen halt, Feldfrüchte. Nein, das will ich doch gar nicht. Ach, das ist Kartenübersicht. Preise. Weizen. Wollen wir mal gucken. Mary's Farm zahlt mir am meisten, so wie das aussieht, oder kostet am meisten? Das ist das hier Weizen? Ist doch das Zeichen dafür. Das müsste Roggen sein oder so. Ja, das erste dürfte Weizen sein. Also Mary's Farm. Nein, Riot Agribusiness bezahlt noch mehr. Ohne irgendwas Fallendes. Feld Mill... Maplefield Mill, das kann man mit dem Zug machen. Aber wie kriege ich denn jetzt meinen Weizen in den Zug? Ja, das ist eine gute Frage. Wo ist denn überhaupt der Zug? Kann ich den irgendwie beladen oder so? Mit Sicherheit wird man den irgendwie beladen können. Man kommt da ja, ich kann mich da ja mal hintappen zum Zug und mal aussteigen und mal schauen, wo ich bin. Ah, da. Habe ich da irgendwie eine Lademöglichkeit? Müsstest du ja da oben eigentlich, oben drüber, ne? Ja, guck mal, da rutscht das dann wahrscheinlich rein. Hier kann ich hier mein... Ah, guck mal, hier kann ich es wahrscheinlich einkippen, hä? Sieht ganz danach aus. Okay, ja gut, dann... Versuch das doch mal. Ich fahre da einfach mal hin und schau mal, was ich kriege. Kann ich hier so querfeld ein? Na, okay, probieren wir es mal. Ach, guck mal hier, das eine Feld, das wächst ja schon ordentlich. Das komplett ausgesät ist schon. Ach so, das. Ach nee, das ist ja gar nicht komplett, das ist ja nur halb. Ja, da hat der Dings irgendwann aufgehört. Der Helfer. Der Helfer.
Wahrscheinlich, weil wir die Aufnahme beendet hatten und das Spiel ausgemacht haben. Ja, dann muss man die, glaube ich, neu anweisen. Mhm. Obwohl, da fährt noch jemand. Ja? Ich fahre auch noch, denk da dran, ne? Bist du das? Aber ich bin hinten bei dem kahlen Feld an der Straße direkt. Nein, aber da fährt keiner. Nein, nein. Zum Aussehen ja sowieso nicht. Ja, es hängt, glaube ich, der Gruber dran an dem. Ja, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir uns dann nochmal um die Felder kümmern. Müssen wir auch nochmal schauen, wie das mit dem Düngen funktioniert. Eine Düngemaschine sollten wir uns dann auch mal zulegen und dann vielleicht erstmal Kunstdünger, weil Naturdünger haben wir ja erstmal keinen. Nee, wir haben ja keine. Es sei denn, wir pflanzen eben diese Rüben, die wir dann eben untergrubern. Ja, okay, aber wir wollten jetzt ja erstmal sehen, dass wir Weizen und so machen, ne? Genau, erstmal nur Weizen. So, jetzt bin ich hier an der... an der Dings, glaube ich, oder? Ja. So, dann fahre ich da mal rein. Ich schau mal, ob das funktioniert. Ja, mach mal. Probieren muss man es ja mal. Kann man sich wahrscheinlich auch irgendwas hinliefern lassen, weil ich da auch laden kann. Mhm. So, dann kippen wir mal. Also kannst du auf jeden Fall mal abladen da. Mhm. Das ist ja schon mal gut. Nicht, dass wieder heißt, das kann man hier nicht abladen. Also abgeladen habe ich. Jetzt ist nur die Frage, ich stelle mal eben meinen Trecker hier an die Seite. Mhm. Und spring mal in den Zug, beziehungsweise versuche mal den Zug zu beladen. Karte vergrößern, einsteigen. So. Aussteigen, Huben. So, aber ich habe nichts geladen. Also zumindest zeigt mir das nicht an, dass ich was geladen hätte. Ja, du hast ja wahrscheinlich auch noch nicht. Hier kann ich nur Karte vergrößern. Einsteigen kann ich hier. Nein. Auch nicht. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, wie belade ich das Ganze, ne? Mhm. Weil ich kann, also es war zumindest jetzt so, dass auf dieser Übersicht eben war, dass ich zur Mühle das Ganze bringen kann, aber eben dann, oh, hier kann man hoch, per Zug. Ja. Da kann man hoch, aber nicht rein. Ach, Saukram. Hallo, wie kann ich das Ganze denn beladen? Muss ich das auch von hier drinnen machen? Mm-mm. Das sieht hier mal nicht so aus, als wenn ich das von hier drinnen machen könnte. Ach, das ist ja jetzt echt doof. Kriegst du das nicht hin? Ich, nee, also bis jetzt noch nicht. Abwarten. Vielleicht finde ich ja noch was. Mhm. Hier komme ich eh nicht hoch. Da ist nur ein Rohr, da komme ich auch nicht hoch. Da ist noch ein Trecker, ein Kran und sowas. Da kann man hochlaufen. In den Kran kann man reinlaufen. So wie das aussieht. Ah, guck mal, da ist ein Ausrufungszeichen. Hallo? Ja? Ja. Und das erklärt dir aber nichts, oder wie? Nein. Einsteigen. So. Ach, jetzt bist du in dem Kran drin, oder was? Ja. Ach, cool. Okay, auf zu. Hoch, runter. Und fahren. Mhm. Aber, das wäre ja für Baumstämme eigentlich theoretisch, um die zu verladen. Also rein theoretisch.
Also würde ich jetzt mal sagen, dass das hier für Baumstämme ist, um die zu verladen. Hier ist noch ein Fragezeichen. Ich guck da mal, was mir das sagt. Hallo? Okay. Züge lassen sich wie andere Fahrzeuge ebenfalls steuern. Hier kannst du die Züge vom Lagerhaus B und entladen oder Holz von einem Zug auf den anderen überladen mit Hilfe des Holzkrans. Die Abladestelle für Kipper findest du auf der anderen Seite des Lagerhauses. Ja. Ich hab doch das abgeladen. Hier ist nur nichts drinne. Oder muss ich den fahren, sodass ein beladbares Ding unter ist? Ha. Ist das der entsprechende Waggon? Stopp, stopp, stopp! Bleib so stehen! Oh. Befüllung starten. Ja, ich möchte gerne Weizen abverladen. Ha, hab's hingekriegt. Ah, super. Toll, jetzt habe ich gerade einen Helfer eingestellt und wollte vorbeikommen. War ja klar. Ja, dann kannst du doch dich mal um die Ballenmaschine kümmern. Kannst du mal gucken, ob man die leihen kann. So, jetzt will ich wohin fahren, aber wie fahre ich da jetzt hin? Dazu müsste ich erstmal Mill wissen. Hill, nein, Ride Business, irgendwas wollte ich hin. Wie ich überhaupt da hinkomme? Ah, da, Maplefield Mill, da wollte ich hin. Dann fahre ich jetzt mal los. Ich fahre jetzt einen Zug. Ah, ich fahre einen Zug. Ich bin noch nie in Zug gefahren. Hallo? Es gibt für alles das erste Mal. Wo finde ich denn überhaupt das? Hier sieht man ja gar nichts. Wo ist denn der das P. P war das? P. Hier ist Erntemaschine. Bahnhof, halt, stopp, 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 stopp. Boah, braucht der lange zum Bremsen. Okay, das ist gewöhnungsbedürftig, aber wir haben noch ein Stück vor uns. Feldhäckslerkipper, Seemaschinen, Güllefässer. Striegel, Spitzen. Unter Ballentechnik findest du die. LKWs kann man auch kaufen. Ja. Ja, die werden wir später mit Sicherheit brauchen. Ja, Mähwerke, Ballentechnik. So, ich bremse schon mal. Ich bremse. Ich bremse. Ich habe gebremst. Hallo, ich stehe auf der Bremse. Oh Gott. Wie kann ich jetzt abladen? Moment mal. Abladen. Jetzt muss ich bestimmt den Waggon genau über das Ding hier fahren. Zum Abkippen, ja? Okay, wir machen das ganz langsam. Ganz langsam. Nein, der ist es nicht. Ich bin fix und fertig, ne, wenn ich hier den Zug fertig gefahren habe. Das ist ja klar, oder? Den kann man anscheinend für 110 Euro am Tag mieten. Ja, ach, dann da, miete den mal. Auskippen! Halt, stopp, 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 stopp! Boah, ich kann auskippen. Ich habe 3000 Euros verdient. Hey! Und jetzt bringe ich den Zug wieder nach Hause. Okay. Puh. Ich habe auch, ich habe Glück gehabt und instinktiv den richtigen Zug beladen. 6.380 Euro kostet das Mieten? Kostet nicht 110 Euro am Tag? Ja, stand hier, 110 Euro am Tag, aber ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Also Basiskosten 2.900 Euro, pro Arbeitsstunde 2.900 Euro. Boah. Und pro Arbeitstag 580 Euro. Komisch. Das ist teuer, ey. Aber miete halt mal. Ja, machen wir einfach mal. Versuchen was. Genau. Willst du das Gerät für 6.380 Euro mieten? Ja. Oh, jetzt ist gerade... Okay. Das Fahrzeug steht beim Händler bereit. Den musst du jetzt abholen fahren. Und dann lasse ich unser Auto da stehen, oder wie? Hm. Nein, nein, du nimmst einen Trecker mit. Du musst den ja anhängen. Ich muss den ja ankuppeln. Ja, ja, ja. Wir haben aber gar keinen Trecker. Ach doch, da hinten ist ja noch einer. Kuppel halt deinen ab. Oder einen ab. Stehen bleiben. Diese Züge, die bremsen einfach nicht. Die bremsen. Naja, die sind ja auch ein bisschen schwerer, ne, als so andere Fahrzeuge. Ich hab's geschafft. Aussteigen. Tschüss. Ich muss gehen. Wo ist mein Trecker? Dann verkeile ich mich lieber mit dem Trecker wie mit so einem bösen, bösen großen Zug. Ja, den kann ich wahrscheinlich auch nur auf rausschieben. Wahrscheinlich nicht.
So, dann fahre ich wieder nach Hause jetzt. Okay, hey, ich hab das erste Mal was erfolgreich verkauft und ich bin zugefahren. Na, mein Glückwunsch. Ja. So, abkoppeln. Boom, einfach fallen gelassen, da ganz hervorragend. So, wo finde ich denn den Händler überhaupt? Der ist ganz unten rechts, heißt Shop. Ganz unten links meine ich natürlich. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken, wie komme ich denn hier noch? Shop. Links unten, oh hast du gesagt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, da ist der Shop. Das heißt, ich muss in die andere Richtung, oder wie? Ja, ich muss in die Richtung da. Richtung Mulenia muss ich jetzt. Mhm. Also ich würde hier nicht herkommen, wenn ich hier abbiege und so. Na, ich muss aber ja, nützt ja nichts. Ich fahre mal ganz weit nach außen, bevor du dich wieder irgendwo verkeilst. Oh Mann, das kann ich mir jetzt die ganze Zeit anhören. So, jetzt muss ich ja eigentlich auch... So, ich würde mich jetzt eigentlich gerne mal um die Felder kümmern. Das Ding ist nur, wie sehe ich denn jetzt hier, wie weit was ist und ob das ausgesätes Weizen ist? Oder eben nicht. Man sieht das doch auf der Übersicht. Moment. Nee, Hilfe nicht. Nein, 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 ja. Feldfrüchte, Weizen. Also hier ist ein halb ausgesätes Feld. 14 bedeutet... Ach nee, warte mal, das ist Raps. Kann das Raps sein? Nee, Weizen. Ah, Weizen. Ah, nur Weizenanzeige. Was ist hier jetzt auf dem Feld? Raps. Das ist Raps, was hier ausgesät worden ist. Was, auf unserem einen Feld da, oder ja. Was? Und auch so komisch irgendwie. Wer hat denn das gemacht? Das war doch der Helfer. Echt? Mhm. Okay, wir sollten noch düngen auch, ne? Hast das andere Feld hast du fertig gemacht? Das ist jetzt fertig, ja. Da müsste der Traktor aufstehen. Okay. Ich bring mal eben den Hänger weg. Ich stell mal alle Geräte bei uns unten am Haus ab. Mhm. Ja, dass wir da einfach mal unsere Garage anlegen. Dass wir die Geräte dort haben. Bringe ich mal alle Fahrzeuge hin. Und dann gucken wir mal, dass wir weitermachen. Wenn du dir das Heu eingesammelt hast, dann können wir auch das Feld wieder begrubern und fertig machen. Mhm. So. Wo stellen wir die hin? Stellen wir erstmal hier unter, würde ich sagen. So, da hinten müsste der Shop sein. Ach, Moment. Huch. Also ich muss sagen, mit dem Hänger zu fahren ist echt blöd. Also ich bin immer wieder begeistert, wenn manche Leute oder wie manche Leute mit Hängern umgehen können. Ne? Ja, ich finde... Das ist schon nicht ganz so einfach. Ich finde das echt schwer, weil dann drehst du dich in die Richtung, dann fährt der ganz woanders hin, dann drehst du in die andere Richtung, dann fährt der immer nur woanders hin. Verstehst du? Das ist... ist einfach nicht wirklich möglich. So, wir machen das jetzt so. Ich stelle mich jetzt hier einfach so gerade hin. Gerade. So, jetzt bin ich beim Shop. Und wie kriege ich jetzt das Ding? Oder ist das gar nicht der Shop hier? Ach doch, da hinten steht ja das Teil. Ah, alles klar. So funktioniert das. Nein, in die Richtung drehen vielleicht? Nein, rückwärts, nicht vorwärts. Oh Gott, okay. Alles klar. Ich lasse den Hänger einfach auf dem Hof stehen. Ist das okay? Ja. Gut. So, ich habe jetzt die Maschine. Wir sollten den Part auch beenden, ne? Auch schon? Echt? Ja, oh ja, das ist schon bereit. Okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. So sieht's aus. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.